Willkommen zum Stadtleben von Himmelsrand. Ist jetzt mal etwas anderes als das dauernde Gekämpfe, aber... Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin gibt es noch mehr. Muss ja auch mal sein. Was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Tja, der Punkt ist, wir kaufen... Oh, nö. Oh, schade. Sehr schade. Verdammt, wir können hier unseren Schmuck nicht verkaufen. Vergesst nicht, auf die Arbeit zu schauen, falls ihr etwas braucht. Wow. Wartet! Oh, wo warte mal. Ich kenne euch doch. Sekunde. Den Zweihänder nehmen wir mal kurz. Der hat nur ein Schwert. Dann können wir die wenigstens verticken. Ich sage nicht, dass ich... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich meine, immerhin geschenktes Geld. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, Belethor könnte dann eventuell das sein. Also, kommt doch mal in Belethors Laden. Für mich Schwan schließt das sicher ein. Naja. Ich hoffe mal, der hat wieder Geld. Wir haben dem ja letztens ein bisschen Scheiß verkauft. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Also, dann wollen wir mal sehen. Wir können... auch die Mauernstoßzähne verkaufen. Stimmt. Weg damit. Und jetzt werde bekleiden. Ja, wir können die Ringe verkaufen. Zwar nur zum Spottpreis. Aber immerhin. So, der ist jetzt pleite. Interessant, um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Wer es glaubt. Ach, wir können eigentlich auch mal nachfragen, was führt einen Breton nach Himmelsrand? Werf deinen Blick darauf. Was? Was führt einen Breton nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Ah ja. Bitte kommt wieder. Denn, sollen wir klauen? Später vielleicht mal. Okay, also den Rest der Ringe können wir leider nicht verkaufen. Ja, stimmt, wir haben vergessen. Ja, Alchemie. Also, jetzt geht's ja auch noch. Erstmal rennen wir durch. Ja, Big Quest mit dem Baum sollten wir auch mal machen. Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Nunu? Erzählt mir etwas über diesen Baum. Das ist der güldene Grünbaum. Er wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Sie haben den Tempel errichtet. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Wieso ist dieser Baum so besonders? Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand, vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Gibt es eine Möglichkeit, den Baum wiederzubeleben? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken.
Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Welche Waffe würde denn dann funktionieren, wenn kein Metall funktioniert? Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Ich besorge Nesselfluch für euch und erlege nebenbei noch die Hexenrahmen. Euer Geist ist stark. Hynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ich kenne euch doch. So. Ach, Sekunde mal, das regeln wir mal kurz. Warte, ich kenne euch doch. Ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Sekunde. Dafür habe ich keine Zeit. Ihr etwa? Wisst ihr was? Ihr seid den Ärger nicht wert. Geht und macht einem anderen Posten das Leben schwer. Ja, also... Habt ihr eine Münze übrig? Was hat die gesagt? Ich bin so hungrig. Ach, na gut. Ja, bitte sehr. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bettelt ihr? Renuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Daran denken wir gar nicht mal. Also gut. Wir werden nicht das Alchemielabor und die Schmiedekiste für ein Kinderzimmer opfern. Andererseits, wir kriegen auch noch genug Häuser. Aber es wäre ziemlich nervig. Ja, schön. Also, so mal wenn ich mir überlege, würde ich sagen, eure Entscheidung. Nicht meine. Und ihr wisst ja, wie es geht. Okay, wir sind versteckt. Keiner gesehen. Wir sind versteckt. Hat keiner gesehen. Wir sind versteckt. Und hat auch keiner gesehen. So. Ja, okay, dann. Na. Was soll's? Ist ja auch nicht so schlimm. Okay, also blutende Krone mit Karniswurzeln. Also wie gesagt, das Adaptieren ist eure Entscheidung. Und ich würde mal sagen, ich unterbreche die Alchemie. Das können wir nämlich beim nächsten Mal weitermachen. Und wie gesagt, etwas Rückmeldung zur Adoption wäre schon schön. Sollen wir oder sollen wir nicht? Eure Entscheidung. Und mit diesen Worten beende ich diese Folge.